Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to Level 2 mit Makedonien und Alexander wird zum Klostertypi, zum Mönch und ja, also Alexanders Stolz, die Armee hat richtig viel durchgemacht, hat dreimal, glaube ich, Pyrrhus-Siege gemacht und dementsprechend sehen die auch aus. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe eine Ahnung, wie ich das machen soll. Ach. Immer Steam, ne? Und zwar so. Versuche ich den zu willkommen zu heißen, blablub. Okay, da geht's nicht rein, da geht's noch hin. Ja, sofort. Hier. Gut. Also, sobald er sein Köpfchen benutzt, bin ich tot. Also das Einzige, was er machen muss, ist mich zu umrunden und dann, dann ist es um mich geschehen. Oder beziehungsweise um die legendäre Alexanders Stolz. Um den legendären Stolz von Alexander. So ist es richtig. Ja, tolle Rede. Und der hat halt schon wieder so viermal thrakische Spackos. Mann. Bitte volle Kanne angreifen. Dankeschön. Danke. So, warte, ich gehe mal hier hin. Und greif die an. Hier bitte so. Wohin geht ihr? Angreifen. Das ist eine gute Salve. So, Kavallerie. Oh. Oh yeah. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Ja, dann unser General wird angegriffen. Kann ich meine Kavallerie wieder nicht benutzen, weil die einfach stehen bleibt und denen entkommen lässt. Diese, also manchmal bekommt man bei Rome Total War wirklich Aggressionen. Ah, viel Ruhm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Ja. Die Männer wanken. Kleine Panzerspeerkämpfer! Geschossinfanterie! So, die da drüben. Unsere Männer fliehen von der Schlacht.
Das ist ein schändlicher Angriff. Hatten keine Chance. Ja, und jetzt wanken alle. Aber unsere Männer fliehen vor der wenigstens habe ich ihnen ein bisschen was weggenommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, schändlich. Du bist schändlich. Meine Güte, ich hatte nur 300 Leute. Ja, okay, mit Garnison. Am Schluss war sogar die Garnison, die Einheiten von der Garnison besser als meine von der Armee. Ist halt heftig. Gut, ja. Die haben auf jeden Fall, also Alexander Stolz hat auf jeden Fall sehr viel durchgemacht. Eine Siedlung wurde ausgeraubt. Agent bei Fall der Armee getötet. Wunderbar. So, gut. Powerbericht. Verschleiß. Armee zerstört. Aber das ist nicht mehr lange. Gut. Ja, das können wir automatisch machen. Das machen wir aggressiv. Du solltest aggressiv reingehen, nicht nur einmal schnell reinpieken. Ich gehe mal mit der Reyes Untergang da hoch. Du musst noch ein bisschen ausruhen. Mach mal noch mal zwei ja, aber also hier thessalische Bürgerkavallerie ist halt nicht sehr gut. Hopliten haben wir gar keine, aber der hat so viel Kavallerie. Ich muss auf Kavallerie gehen. So, du, ne, alter Makedonier hier. Wie, der kann so viel von mir zerstören. Hä? Wie viel Schaden hat er denn gemacht? Ja, 200, ja, okay. Das sah nur so krass aus. Fraktion vernichtet. Das hört sich doch sehr schön an. Die 10.000 müssen wahrscheinlich auch mal Richtung Kleinasien gehen. Weil hier wird gerade ziemlich Rambazamba gemacht. Du gehst mal jetzt Richtung Sinope. Hier warte ich nochmal kurz. Wobei. Ah, der ist ganz gut. Warte, ich bin doch der, ne? Ja. Dann wirst du Vermächtnis. Die Verteidiger Pellas waren Rang 4. Alexander Stolz. Du wirst königliche Peltassen sind halt auch cool, aber ich mach dich zur Hetairenreiterei. So. 10-mal Kavallerie bitte. 3-mal. Nee, 10-mal ist übertrieben. Ich mach mal. Warte, 2, 4, 6 reichen. 4-mal Leinpanzerpikiniere, 4-mal Dieder und 4-mal Bogenschützen. Sehr schön. Gut. Dann, genau, die gehen hoch. Hey, dich habe ich doch auch nach oben geschickt, dachte ich.
Den repariere ich mal. Was erforsche ich gerade? Wieso erforsche ich das da? Achso, ich will zur Rüstungsschmiede. Ah, ja. Das macht dann wieder alles Sinn. Super. Hier baue ich aus. Ich habe 45.000 auf dem Konto. Nee, leider nicht. Genau, du bereitest dich vor. Hier baue ich gerade, deswegen wäre es unklug, hier nochmal was auszuheben. Hier brauche ich noch 3 Runden, um was Gutes ausheben zu können. Agnes, wo bist du denn? Agnes ist da oben. Agnes kommt jetzt mal hier rüber, da brauche ich dich mehr. Wie sieht's denn hier aus? Also, genau, gegen die da, die beiden habe ich jetzt zweimal gekämpft, beziehungsweise dreimal, weil ich das anscheinend nicht gespeichert habe, den Sieg. Dann einmal den da, also zuerst die da und dann den da. Ja. Jo. So, dann, genau. Der bekommt natürlich noch einen Agent dazu. Unterhalt für die Dinger oder Tribut. Blaula. Ne? Was hat der? Ja doch, Attribute. Also nicht Tribut, sondern Attribute. Meine ich doch. Rand der Welt. Du hast auch noch keinen Agenten. Dann bekommst du natürlich einen. Ich würde sagen, dass da wegen minus 2% Erfolgswahrscheinlichkeit für feindliche. Aber diese Aktion, ja, okay. Dann machen wir die geringeren Kosten. Ist natürlich auch immer gut. So. Dann bitte weiter. Ja, wer ist da denn? Der will sich natürlich jetzt auch ein Stückchen vom Kuchen abschneiden. Und ich glaube, ich lasse ihn das. Also wir haben nur eine Pikenier-Einheit. Mob ist blöd. 2 Bogenschützen, die könnten was aushalten, aber... Ja, dann mache ich Schutzstellung. Der erobert es und wenn ich Glück habe, stresst der Sklave jetzt ihn. Was Sinn machen würde. Aber ich glaube nicht, dass die so gegeneinander spielen. Warte, was? Gore habe ich ja jetzt total allein gelassen. Das ist ja widerlich. Alter, was geht denn gerade mit den Let's Play ab? Ey, du hörst jetzt mal auf, ne? Der ist doch gerade eben frisch hier. Das ist ein Neuling. Das ist Noobie. Okay, dann schicke ich halt meine Agenten wieder zurück. Die Spionen, die ich hier nach oben geschickt habe. Ja genau, mach mal was gegen ihn. Das ist lieb, danke. Ja nochmal, nee, das ist gegen mich. Aber bei den... Irgendwie seit einem Vierteljahr oder so ruckelt es immer. Das ist so... peinlich. Dabei war mein Computer mal sehr gut. Vor 6 Jahren.
wert in weiterem Blut. Ja, ich aber. Entschuldigung, aber Alexander hat euch halt platt gemacht. Und jetzt gerade sieht es eher so aus, als ja, macht ihr mich alle platt. Gut. Ja, da kommt noch einer. Nee. Bestechungsversuch. Ja, sehr gut. Forschung abgeschlossen. Versuche in Verruf zu bringen. Ist es nicht über unter. Ja. Natürlicher Tod, Spionen. Ja, super. Orakel von Delphi. Ja, super. Also, Orakel von Delphi ist echt gut. So. Dann hebe ich mal hier eine neue Spionin aus. Vielleicht eine, die gut ist. Ja, das ist einfach ein feindlichen. Ja. Eben, also die Kombination ist ganz gut. Also plus 1 auf lokaler, also auf gestohlene Nahrung und minus 4% Chance von feindlichen Agenten gesehen zu werden. Das ist ganz gut, aber ja, so eine haben wir ja nicht. Oder so, solche brauchen wir ja nicht. So, Gor, du alter Haudegen. Das ist mir ehrlich gesagt bisschen zu viel, dass ich da angeblich verlieren sollte. Das sind 80%, würde ich schätzen, dass wir übrig haben. Und ja, nee, das überzeugt mich nicht. Das würde ich selbst wollen. Ah, der kommt sogar raus. Wie will er denn dann mich so platt machen? Vor allen Dingen, was ziemlich nice ist, ich habe Speerdringer. Was ziemlich, warte, nee. Das ist nicht nice, ne? Nee, die haben keine Feuerpfeile. Okay, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. So, die Aufstellung ist eigentlich gar nicht mal so blöde. Ich nehme eine starke. Der General bleibt hier. Und ich bleib so. Der kommt nicht auf mich zu, ne? Nee. Mein General ist halt richtig heftig. Also Gruppe motivieren ist schon ganz, ganz gut. Motivieren ist ja auch ganz gut. Und schneller Angriff ist sehr geil. Geschwindigkeit. Zweite Phase, Geschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit und Bonus. Das ist super. Dann Kraftkonzentration ist super geilen Angriff. Dann Loyalität ist Verteidigung unzerstörbar. Das ist halt richtig geil. Das ist halt richtig nice. Also, unzerstörbar heißt halt nicht, dass die dann nicht sterben können, aber das heißt halt, dass sie. Das steht ja eigentlich ja ganz gut da, zählt auf verbündete Einheiten, die Abwehrfähigkeit stark zu verbessern und ihre Moral für längere Zeit unzerstörbar zu machen. Kann nur einmal pro Gefecht. Genau, das heißt halt, ja, die kann sterben, aber sie hat halt quasi den passiven Bonus von Spartaner, die einfach, wenn nur noch einer übrig ist von denen, wanken die auch nicht. So ungefähr ist es zu übersetzen. So. Also 20% will er mir nehmen. Genau, hier sind die Pikiniere, aber meine Pikiniere sind besser. Wo sind denn seine Elefanten? Da, auf der rechten Seite. Also auf seiner linken. So. Gut. Da werde ich auf jeden Fall mit dem General diejenigen pushen, die gegen den Elefanten kämpfen. Also erstmal die Loyalität einsetzen. Und dann schneller Angriff. Oder nee, schneller Angriff nicht, sondern Kraftkonzentration. Das ist das mit Angriff, genau. Ja.
Und die Motivation hochschrauben, damit der Angriff auch besser wird und die Rüstung und so weiter und so fort. Also alles wunderbar. Alles wunderbar. So, die Pikiniere werde ich auf jeden Fall auseinandernehmen. Der, ja. Berittene Bogenschützen. Wer liebt sie nicht? Ich tue sie nicht lieben. Ah, das ist ja freundlich. Oh, Entschuldigung. Alter, wie hat der bitte das überlebt? Ganz ehrlich. Wie hat er das überlebt? Jetzt. Gut, General, hier. Bitte hier. Unser General wird angegriffen. Kraftkonzentration, Loyalität. Super. So. Ah, oh, das sieht doch sehr schön aus. Bitte alles auf die Pikiniere. Ihr seid ja immer noch da drin. Für so krasse Veteranen seid ihr ziemlich dämlich. Warte, ich helf dir ja schon. Hier, schau mal, der General ist da. Alter, da stehen halt Pikiniere drin, ne? Schneller Angriff bekommt der da. Die da greifen jetzt den an. Sich zu unseren Gunsten. Ja, Überraschung? Nein. Not really. Jetzt einmal Hammer und Amboss spielen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Boah, spinnst du? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, was machen die denn jetzt? Egal, die machen irgendwas. Gut, ja, der da war ziemlich blöd. So, 400 Verlust. Ja, mei. Ja, okay, dann hat er halt recht. Mei. Aber nur wegen denen da. Mhm. Der hat halt sein Elefant. Seine Elefanteinheit super dämlich eingesetzt. Also. Super dämlich. So. Alter, der bekommt halt noch was, ne? Aber der ist halt schon 51. Schade.
Schade, schade, schade. Der wird auch nicht mehr lange leben. Moral. Ja, machen wir. Ja. Ja, Moral. Moral ist nie verkehrt. Moral ist nie verkehrt. So. Militärausbildung bitte. Dich habe ich gerade ausgehoben. Ja, das kann ich ja automatisch machen. Bitte aggressiv. Und die da bitte. Ah, nice. Kann ich auch automatisch machen. Super. Die Sklaven kommen wieder zurück. Die kommen wieder zurück. Reparieren. Was ist das denn hier? Hier der da und der. So, super, der ist Level Up. Das ist sehr schön. Der wird nicht Philosoph, sondern auch Kommandant. Du kommst zurück. Hier wimmelt das nur von Agenten. Du da kommst bitte in gewaltigen Marsch. Richtung Sinope. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal einnehmen. So, Sinope bekommt einen Militärhafen. So, damit die auch ein bisschen besser. Bisschen besser sich wehren können. Du kannst eigentlich Forschungsrate bekommen, weil sonst du bist ja eher defensiver Natur. Gut, gut, wir sind schon wieder fertig. Ja, nächstes Mal, was machen wir nächstes Mal? Nächstes Mal gehen wir hier über Zatrakatratratzita und dann Hekatompylos und dann Richtung Bam und dann Harzmodia. ja, diese Stadt und dann geht's hier weiter. Gut. Ah, und hier in Kleinasien müssen wir auch schauen, wie wir das unter ein Dach und Fach bekommen, aber ich glaube jetzt mit die 10.000 ist es wieder ganz im grünen Bereich und hier die der Rand der Welt, der sollte eigentlich auch an der Front sein, aber der macht hier so einen Schlenker und geht zurück und die 10.000 verteidigen dann hier. Dann habe ich halt, also die 10.000 würde ich sagen, stationiere ich, wenn alles fertig ist, dann in Sinope und dann kann er schnell eben nach Makedonien zurückkehren, sollte da wieder ein Aufstand, genau, ein Bürgerkrieg ausfallen, aufkommen und ja, genau, dementsprechend danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, bye bye.